Hallo, ich bin der Patrick von Lake United. Du kennst das sicher. Angst davor, dass die Matte sich mit Wasser füllt und du dieses schwere Ding an den Strand ziehen musst? In dem folgenden Video zeigen wir dir, wie genau das verhinderst. Zuerst wollen wir die Matte in die senkrechte, also aufrechte Position bringen. Wir ziehen beide Lenkleinen wie geboten beherzt zu uns, lassen eine Seite los, dann haben wir die Matte in der aufrechten Position und das Wasser kann sich in einem Tipp sammeln. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit, lass den Kite nicht aus den Augen und du musst nämlich die Lenkleine permanent ziehen und wieder nachlassen, ziehen und nachlassen. Bitte nicht komplett loslassen und den Kite immer im Auge behalten. Auf dem Weg zum Windfensterrand verliert die Matte schon ein bisschen Wasser. Wenn da nur noch ein paar Liter drin sind, kann man die Matte schon wieder fliegen, ist aber trotzdem noch viel Arbeit. Du musst die Matte permanent nach oben lenken, in dem Fall nach rechts steuern, damit die Schwerkraft die Matte nicht wieder nach unten zieht. Das Wasser wird sich langsam aus dem Kite verabschieden. Wenn das Wasser draußen ist, ist wieder alles easy. Wir können weiterfahren. Durchziehen bei der Lenkleine, bring den Kite in die aufrechte oder in die senkrechte Position. Er wandert an den Windfensterrand, verliert permanent Wasser und wenn er leicht genug ist, dann starte den Kite an den Windfensterrand. Es ist richtig viel Arbeit. Wusstest du übrigens, dass du einen Tube Kite auch über beide Lenkleinen starten kannst, selbst im untersten Windbereich? Das zeigt dir der Olsen in diesem Video.